Alex und Susi. Lukas, der Bürgermeister. Es gab einmal ein Gespenst, das besondere Zauberkräfte hatte. Welche werdet ihr noch sehen? Meine lieben Bürger, die Hungersnot ist über uns gekommen. Durch die Froschplage im Frühjahr sind alle Ernten verdorben. Was sollen wir tun? Lass uns doch die Gespenster fragen. Was? Niemals! Aber warum denn nicht? Seit Jahren wohnen die Geister in diesem Schloss. Und jeder, der sich's gewagt hat, reinzugehen, kam nie wieder raus. Dann probiere ich es jetzt. Das schaffst du nie. Lukas machte sich auf den Weg ins Schloss. Lukas betritt den Saal und... Zum Glück konnte Lukas sich retten und fand heraus, dass er nur auf die Waisenfelder treten durfte. Nacht um 12 ist Gespensterstunde und die Gespenster sitzen in einer Runde. Welche Uhr war es nur? Hilfe, Monsterschnecken! Puh, das war knapp. Lukas schaute, aber das Gespenst war weg. Nun stand er vor der großen Tür und das erste Rätsel kam. Gleich darauf das zweite und das dritte. Er hat alle erraten und die Tür ging auf. Das Gespenst war so froh, dass jemand seine Rätsel erraten hatte, dass Lukas ganz viel mitnehmen durfte. Und er durfte alles mit zu seiner Familie nehmen.